Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Heute gibt es wieder wahrscheinlich den nächsten Halloween-Skin. Wie ich mir schon gedacht hatte, dann kann man jetzt als Halloween-Skin schon ein bisschen zählen. Ist eigentlich eher ein mexikanischer Skin. Sieht aber echt ziemlich cool aus, wie ich finde. Er war auch, glaube ich, schon Ewigkeiten tatsächlich nicht mehr im Shop. Und hier ist das Backpack sowie der Skin an sich reaktiv. Man kann es hier in der Vorschau gar nicht sehen. Das heißt, man kann es nur hier sehen. Sieht der beginnt dann so etwas zu leuchten, so sieht er relativ klassisch aus und dann deutlich stärker. Ähnliches bei der weiblichen Variante auch. Sieht aber ziemlich cool aus, wie ich finde. Leuchtet eben halt im Dunkeln. Das heißt, wenn es dunkel wird, leuchten ja richtig, richtig cool. An die Skins gefallen mir sowohl der weibliche als auch der männliche. Sieht nice aus. Dazu gibt es den Spirit Gleiter, der ebenfalls reaktiv ist und im Dunkeln leuchtet. Finde ich auch richtig, richtig cool. Gefällt mir. Und dann noch die 6 Seiten Wucht, Axt, Spitzhacke. Hat einen nice Sound. Leuchtet ebenfalls wieder im Dunkeln. Ist auf jeden Fall ein nice Set. Dann gibt es den dunkle Vorhut-Skin. Ist ja im Prinzip jetzt eine neue Version rausgekommen. In Season 10. Und zwar hier der. Wo ist er? Der hier, das ist ja im Prinzip die sozusagen weiterentwickelte Variante, sieht ja schon ziemlich gleich aus, wenn man sich das mal anschaut. Ist dementsprechend die weiterführende Variante und das ist immer die ursprüngliche Variante. Ist ein nicer Skin, hat ein paar ganz nice Leuchteffekte, wobei eben halt für 2000 V-Bucks im Prinzip einen gleichen Skin kaufen, würde ich jetzt eher nicht machen. Dazu gibt es dann das Weltraum-Landegerät. Sieht ziemlich nice aus. Gibt es auch noch in weiß. Und genau die gleichen Gleiter, eben nur einmal in schwarz und einmal in weiß. Dann gibt es noch doppeltes Spiel als Skin. Sieht auch nice aus. Der Mondtipp als Fortbewegungsemod. Finde ich richtig witzig. Weil es einfach wirklich authentisch ist. Nur mit dem Unterschied, dass man eben nicht so hoch fliegt wie auf dem Mond. Aber man ist eben mal, man läuft so schwerelos wie auf dem Mond. Passt auf jeden Fall in der Hinsicht schon. Dann hier die Baumspalter-Spitzhacke, sieht auch richtig cool aus, hier mit dem schönen Holz. Und dann hier sieht das so richtig handwerklich noch aus. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann gibt es neue Inselstimmung. Ich glaube, das ist eine Mini-Gitarre oder eine Ukulele. Ne, eher wahrscheinlich eine Ukulele, genau. Ist auf jeden Fall ein witziger Mod. Die Musik gefällt mir dazu. Ist nice. Und dann haben wir noch den Heumichel. Aus dem Fatale Feldarbeit Set. Passt jetzt jemand auch wieder. Gibt ja immer noch eine Farm, Frenzy Farm. Früher war das ja sozusagen eine Fatal Field Skin. Jetzt sehen wir eine Frenzy Farm Skin. Und dann gibt es als letztes noch mein Idol. Relativ schlicht, nichts Besonderes. Ist aber auf jeden Fall trotzdem ganz nice. Dazu war es mit dem heutigen Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.